Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Nebenprojekt. Das ist World of Warcraft und ihr seht schon, wir sehen hier fünf Gruppenmitglieder, die sich jetzt episch durch Kloster durchbattlen werden und ich habe ein Gefühl, das wird ein Fail. Mein Gott, die ersten zwei Indies werden hinhauen, da sind die Mobs noch 30. Da werde ich nicht mal healen brauchen. Na, dann geht's doch. Da kann ich jetzt erstmal mit Damage machen. Ich bin noch immer nicht davon überzeugt, dass ich einer Waffenskillung genug Wut kriege zum Tanken. Das weiß ich auch nicht. Mein Gott, also, wenn es hinhaut. Ich werde mal meine Kettenheilung einhauen. Burp. Kettenheilung ist cool. Ja, mein Gott. Abreißen. Oh Gott, das ist voll ungewohnt. Wenn du die ganze Zeit auf Waffe warst und jetzt auf einmal tanken gehst. Upp. So links, rechts, geradeaus. Geradeaus. Wir sind aber in die falsche Indie, das ist kein. Die Frage ist, soll ich großen Heal ansetzen? Stopp. Ah, nicht genug gut. Nicht genug gut. Stopp. Oh. Aber das ist relativ gechillt hier als Heiler gerade. Ja, gerade geht's noch. Ja. Stopp. Das wird sich noch ändern, das glaube ich auch. Höchstens in Waffenkammer und Kathedrale. Also, das ist Bibliothek, wenn ich mich gerade nicht irre. Ja, es dürfte Bibio sein. Nom nom nom. Ich bin gierig. Brauche ich nicht. Gier. Ach schon. Hier, oh, hier gefunden, jawoll! Die habe ich gebraucht. Sup. Sup. Ja, was soll man sagen? Langweilig, die Gegner sind gerade mal Level 30. Und wir sind fast an Level 40. Beziehungsweise wir sind Level 40. Ja, der Schurke halt nicht, aber mal gucken. Ich auch nicht. Recon Show. Mal gucken, wie es mit dem Damage. Oh, okay, der Schurke ist ganz vorne ran. Lol. Hier, der unser Tank hier macht mehr Schaden als der Mage. So muss das laufen. Ja, das hätte ich auch sagen können. Magier kommen erst so hinten raus mit Level 80, da kommen sie erst da. Dann kommt es dann an Allgewitter und sowas. Ja, dann machen sie dann auch gleich 3k DPS, egal wie sie geskillt sind. Das ist es. Tja. Eine Faustwaffe. Wenn die keiner braucht, nehme ich die. Wegen Umskillen und so. Tu das ruhig. Soll ich ihn nehmen? Soll ich ihn nehmen? Soll ich halt. Mach einfach. Badabam! So, Gier, weil und so und Umskillen und ja. So. So weiter geht's. Na lang. Nom nom nom. Achso, na, gut, dann sagt man. Da, ja gut, okay. Da das ja so gechillt klappt, hau ich da einfach einen Kettenblitz rein. Mal gucken, von wie vielen Leuten ich die Akku krieg. 99% der Leute. Bam, war nur gar kein. Haha, weißt du warum? Ich hab zu lange gewartet. Nö, ich hab einfach mal formschön auf beide einen Spot drauf gehauen. Auf einen Spot, auf den anderen Spot geschlagen. Langweilig. Gut, also hier Damage Meter sieht so aus, dass der Schurke den meisten Damage fährt, Julian aber mehr Schaden gemacht hat. Tja. Wie passt denn das zusammen? Ja, nee, oh fuck, jetzt hab ich auf mich gehalten. Nee, der Schurke hat einfach weniger Zeit im Kampf verbraucht. Also. So. Brauche ich die? Nee. Noch einer. Gier. Überall Gier. Immer nur gierig. Ja, gierig. Wollen wir. Das ist Dorffriedhof. Sag ich doch. Ja, hier pull mal noch die drei Geist. Lass mal außen rum gehen. Wollen wir clearen oder? Hä? Und jetzt ist was, ich hab Zeit. Ah, renn einfach durch, das ist scheißegal. Das ist eh nur Friedhof, das braucht kein Schwein. Hier gibt's eigentlich echt nur. Hier gibt's echt nur diese beiden Bosse, die ein bisschen was bringen. Ah, weißt du was? Haha, mein Akku. Nom nom nom, meiner Akku. Nom nom nom. Nein, ich geb die nicht wieder her, ich tank jetzt. Geh weg, ich bin jetzt der Tank-Schamane. Go for it, Alter. Stell mich hinter dich und heil dich. Ich hab sowas wie einen Spot. Guck, komm. Warte noch nicht. Ja, bei meinem Frostschock steht dabei, verursacht ein hohes Maß an Bedrohung. Deswegen dachte ich, dass ich damit schon irgendwie Makro ziehe.
Wohin? Komm. Ja, ich glaube, bei mir einen hoch. Geht nicht. Egal. Lululu. Kann ich dich entfluchen? Ne, ich kann dich entfluchen. Ganz ehrlich, ich könnte gerade auch auf mit meinen Kampfhaltung reingehen. Ja, ich, also ganz ehrlich, wir sind halt echt zu hoch für die Indie. Aber die Quest gibt halt Arsch voll. Die Quest wird geil. Ja. Nom, nom, nom. Warte, so. Ich mach jetzt einfach, weil ich es kann. Zoom. Yeah, gut, ich skill mal schnell auf Waffe um. Weil das dürfte gerade so klappen. Ey, du skillst um? Ja, hab Kampfhaltung gewechselt. Achso, das hab ich umskillen, das ist einfach wechseln. Nein, hab ich einfach gewechselt, mein Gott. Toll. Du kriegst so wenig Schaden, dass es nicht mal lohnt, dass ich heil, weil ich dann gefühlte 90% meines Heals im Overheal reinhau. Ich wusste doch. Ja. Ich brauch nicht mal Julian zu heilen, er hat 200 Schaden gekriegt und mein Heal macht mal 500. Ah, jetzt ja, kann ich heilen. Nachher bei Waffen sieht das dann auch anders aus. Ja klar, Waffen. Wenn wir den FC Bayern. Los, renn da runter! Los! Charge! Oh, Moment. Charge! Na los! Warte, ich schau dir jetzt einen Kettenblitz rein. Hallo, Akro! Jo! Gesamte Akku gezogen. Oh. Oh Gott. Oh, das war anstrengend. Da hätte ich fast zweimal Heal drücken müssen. Fast, aber auch nur. Echt so. So, So, ja. Auf. Auf Renner. Also wie gesagt, gerade ist es eher wie ein richtiger Guide, wie man Kloster macht. Ja, wir laufen mit Level 40 durch die 30er Mobs. Das ist ja echt geil. Das ist halt echt anstrengend. Das ist fast so wie mit Level 80 durch Flammenschlund. Ah, Lorenz, krieg mal Schaden. Ich will dir mal eine große Heal geben. Warte, Julian hat auch Schaden. Kettenheilung! Execute! Ich hab Akro! Der Eiler hat Akro! Hipper! Hipper! Das ist ein Schmiedekunst. Oh, meins. Hab schon drauf bedarft. Auf jetzt hier runter und dann hau den bösen Sacktypen auf die Eier und dann können wir Bibliothek gehen. Wo links? Ach da. Na los, charge! Oh, ich hatte gerade in Sekunde das Gefühl, als würde ich wieder links fallen. Habe ich auch schon mehrmals geschafft, übrigens. Das war einer. Charge, ne? Ja. Ist halt gleich immer noch. Immer habe ich so an der Wand gesteckt. Hm. Brauche ich das? Das ist... Ohne Scheiß, das ist fast besser als mein Stab. Das ist das Schlimme dran. Das ist echt... Mein Stab hat... Ja gut, mein Stab hat 15 Wille. Das ist halt geil. So. Jetzt drauf. Ah, hier sind noch Gegner zu. Hilfe, Hilfe, Gegner zu. Ist doch vollkommen egal. Wir wollten doch eh nicht clearen, von daher. Ja, aber ich wollte hier durchlaufen. Noch meine eigenen Gegner. Ich will meinen Kettenblitz jetzt machen. Oh, gut. Boah, ich sehe einfach gerade mal gar nichts. Weil... Ja. Kam da jetzt mein Kettenheal an? Ah ja, jetzt. Ja, da kam was. So, jetzt. Moment. Ich komm gleich. Hier. Da unten liegt noch was. Hier liegt Grabmoos. Yay. Oh. Ich hab noch einen Gegner gelootet. Ja, mein Gott, jetzt kommt mit. Ja, ich bin gleich schon auf dem Weg. Als nächstes Bibliothek. Sub, sub. Wenn du weißt, wo die ist, ich kenn mich... Also, ich bin der Meinung, dass die was ist, aber... Ich bin der Meinung, dass Bibliothek rechts ist. Das behaupten sie. Ja. Hier mal einfach rechts. Ich weiß es aber nicht mehr genau. So. Achso, was ich noch vielleicht erklären sollte, das ist logischerweise kein Office-Server hier. Denn wir gimpen auf dem Patch 3.32 rum und spielen Privatserver. Nope, nope. Ich werde ihn unten auch verlinken, definitiv. Der Server nennt sich risinggods.de. Kann ich bisher nur empfehlen, also es macht Spaß, die Community. Ja, man trifft solche und solche, aber im Großen und Ganzen kann man das doch ganz gut machen und zum großen Teil ist es auch bugfrei, also ich habe bisher noch keine größeren Bugs erlebt, außer dass ich ein paar Mal, als ich gecharged bin, ja, außer Welt gefallen bin, aber ansonsten... Ja, Bibliothek ist rechts, also geradeaus durch einfach. Yay, auf dem Weg. So. Oh, ich finde den Anfang immer so eng und dunkel, das ist kacke. So, und weiter geht's in der Bibliothek. Schneller, du Tank. Ey, Tank ist schon da. Sup. Wir warten hier. What the fuck. Es ist... Ja. Oh.
Auf, charge! Neo! Oh, jetzt kriegst du Schaden. Na komm, krieg Schaden. Oh, Julian kriegt Schaden. Neo! So er wird alles weggeheilt. Komm, na komm. Neo! Irgendwie dachte ich, dass ihr mehr AE-Schaden kriegt. Deswegen habe ich mich schon voll auf mein Captain Heal gefreut. Ciao. Ich dachte, ich stehe nur hinten. Chain Heal, Chain Heal, Chain Heal. Früher war das so. Da hatten sie mit hier mit dem Shami echt eigentlich nur Kettenheilung geheilt, weil das mehr geheilt hat als die geringe Welle, aber dieselbe Zauberzeit hatte. Oh, ich komme gerade nicht klar mit der Entfernung zu meinem Charakter. Wenn ich zu weit weg bin, dann oh, ist doch doof. Ja, du musst ja so einstellen, dass du was siehst. Oh mein Gott, hier könnte ich ja immer noch ein bisschen mit damit stehlen. Ich habe ein DPS von ich habe DPS von 70. Julian, lass doch mal deine scheiß Spots raus. Spotte nicht. Er macht Feenfeuer. Oh, jetzt gibt's Schaden. Leo, ich hab Aggro. Nicht lange. Ich kann echt mal den Totems neu stellen. Was drauf. Leo. Ich glaube, ich fange erst an zu heilen, wenn du auf 80% Leben bist. Und nicht mehr, wenn du irgendwie so 85 schaust. Ja, kannst du machen. Ja, meine kleine Heilung heilt dich 500 und, ja. Das ist eigentlich ein goldenes Mana, wenn ich schon früher heile. Lol, unser Mage ist halt auch so awesome und macht nur mit seinem Dings. Lol, Julian? Julian ist irgendwie weg. Julian, nimmst du noch? Irgendwie. Raus aus der Gruppe raus. Ja, mein Gott. Machen wir erstmal weiter. Sup. Sup. Da ist er wieder. Oh mein Gott. Bist du wieder da? Ich jetzt. Ja, ich bin da und ich bin irgendwie hier drinne und sterb grad. Hä? Ja, du musst rausgehen, du musst die Ini neu resetten. Ja, ich kann dich nicht einladen. So. Ja, du gehörst. Ah, jetzt ja. Gut, warte, ich rest dich. Wo liegst du denn? Irgendwo, ich weiß nicht. Ich bin mitten in Mobs respawned. Aber so richtig. Ja, wenn ich dich jetzt finde, kann ich dich resten. Ja, ich glaube, ich laufe lieber. Nö, ich finde dich nicht. Gut. Ja. Dip, ja. Das war ein mieser Disconnect. Habe ich gemerkt, weil du warst auch auf einmal aus dem Skype raus. Ja. Ja, gut. Dann, hau rein. Der Schaden passt eigentlich her. Ich meine, unser Tank macht knapp 80 DPS. Amazing. Unser Schurke gibt bei 100 10 rum, Julian bei 100 und unser Mage. Oh, cool. Ausdauerstärke. Brauchst du die, Loren? Oh, nee, brauch ich nicht. Und ja, unser Mage macht halt, ja. Auf, voran. Dann stell ich hier mal die Totems hin. Moment. Ist gerade mal aufgefallen. Guck mit, was Julian Schaden macht. Klaue. Hey, lol. Julian, hast noch kein Schreddern? Doch. So. Wenn du auch öfters wilder bist und so. Ich meine, oh, warte, wir entscheide ich gleich mal. Ich meine, Schreddern so als Backstab. Weil in der Inni kannst du den machen. Da hat er der Lorenz die Akku. Warte mal kurz. Theoretisch auf jeden Fall. Ja, wenn ich nicht wieder Akku hab. So wie jetzt.
Oder jetzt. Jum. Ah, Gott, ich liebe es. Der Kettenblitz ist hart, Junge. Wie soll man den auf der Waffenskillung hängen? Deswegen lass ich ihn ja weg oder warten, bis die Mobs halb tot sind. Wollen wir den hier machen? Ja klar, das ist ein Boss. Rein da. Stimmt. Lass die Hunde los! Ja, dann lass doch deine Hunde los, Junge. Neum. Der gibt richtig geile Fäuste für mich. Warte, nicht für mich, ich weiß das gar nicht. Boah, da hau ich jetzt eine Kettenblitz rein. Neum. Und große Healung auf Lorenz. Und irgendein Heal auf den scheiß Mage, weil der dumm ist. Und nochmal ein Kettenblitz. Neum. Ich weiß nicht, will ich die haben? Wenn ich echt umskill, werden die halt echt awesome. Oh Gott, viel zu viel Fenster. Zium. Was ist denn das? Was ist das? Lederhände. Ich pack sie mal ein. Ich meine, wenn sie keiner brauchen, dann ist sie mit. Ist der Blizzard verbuggt oder fliegt er normalerweise immer so lang runter? Nee, der ist buggy. Ich wollte gerade sagen. Hier ist er nie so lang geflogen. Ja, lass einfach gerade durchlaufen. Wir müssen ja nur die Bosse legen für die Quest. Na dann. Ja, der hat Akku hier. Zium. Burp. Das ist so lustig. Oh fuck, schöne Kettenheilung machen. Zium. Oh Gott. Also ganz ehrlich, ich glaube, hier Nilschami zu spielen am Ende wird richtig lustig. Wie sieht's mit Mana aus? Nee, hab genug. Ach, ich hab ja von dem Mage was gekriegt, was ich süffeln kann. Meine Faust. Ja, ich hab ja auch noch. Ja klar. Oh mein Gott, ich brauch's hier nicht. Rüstung stellen. Ketten. Oh Mann, ich will grad Kettenblitz machen. Brauch ich noch was von dem Mage? Da ist es ja. Der Zauber ist Wasser. So. Du kannst ja da ab und zu mal ein bisschen dran nuckeln. Mach das. Alter, dass das so einfach wird, hätte ich nicht gedacht. Nee, ich dachte eigentlich schon, dass wir in Bibliotheken ein bisschen, ja, vor allem beim Trash, dass ich da echt Kettenbühl machen muss, weil die GDs auch noch Akku ziehen. Aber das klappt eigentlich ganz cool. Ja, oh Gott. Kettenheilung. Zium. Ja, das läuft doch. Sup. Links, rechts, gerade, links. Ja, aber warte, hier gibt's noch Dings, da gibt's eine Truhe. Mehr ist halt nicht drin. So, jetzt bin ich scheiße. Zium! Nimm dir die Akku, gönn dir reichlich. Und ich weiß, sie kriegt. Der ist einhändig, der ist nett. Lauf, ne, brauch ich nicht. Braucht nicht drei Kolben jemand? Ich hab ihn grad gebedarftet. Genietet, sozusagen. Was ist genietet? Genietet. Oh cool, ich hab einen besseren Kopf gefunden. Ich brauch hier überhaupt nichts, was du bis jetzt hier droppt wurde. Das ist voll schrecklich. Ja gut, wenn Lorenz den braucht, dann nehm ich den Kolben nicht. Kannst du auch ruhig drauf. Kettenblitz! Ne, wir haben auf der Bank noch einen Streitkolben, den würde ich dann halt nehmen. Das Teil ist neu. Ja, das ist nice, im Schwert. Oh. Coole Sache. Ich merke was gerade. Ich mal dafür gesorgt, dass ich Angro hab. Was bist du denn? Und dann bist du ja. Kettenheilung, passt schon. Irgendwie wird's treffen. Sowieso. Unser Mage gibt hier ohne Mana rum. Ist auch geil. Ja gut. Darf ich pullen? Moment. So. Ja, hau rein. Okay, es war vielleicht nicht so clever, weil wegen. Ach was. Diesen Meterwurst. Ich
bin der Imba-Healer, ich brauche nichts mehr. Alter, mein Interface ist so überfüllt. Also, wenn ich nicht dran gewöhnt wäre, würde ich ihn null erkennen gerade. Das ist richtig lustig. Meins aber auch gerade, also. Wollen wir da links rein? Tja, meins nicht. Oh, ja, lass mal gehen. Donnerknall! Fettenheilung! Sium! Sium! So. Fettenblitz! Ich glaube, ich sollte damit aufhören. Das kommt ein bisschen blöd. Ach, wieso? Mach einfach. Hau einfach rein, mein Lieber. Ah, nee, hier war das nicht. Wir müssen jetzt weiter, glaube ich. Wir gehen so easy going durch diese Dings durch. Auf die Weise verrückt wenigstens Kenner. Zium. Oh, Junge. Das ist mal voll stressig. Du willst gerade richtig hingehen, Sport, warm. Der Kettenblitz. Das hab ich gemerkt, deswegen. Ich hab mich genau getimt. Lorenz ist gerade da, will gerade zum Schlag ausholen. Kettenblöd! Er musste ab jetzt zu noch chargen, Lorenz. Da geht die Zeit mehr dafür. Das Teil ist halt sexy für hier links. Den hab ich schon. Ja, den hab ich auch schon gefunden. Also den hab ich auf meinem Faller. Werd ich den benutzen, falls ich mein Faller weiterspiele. Earthshock. Chain Heal. Zium. Ja, ganz ehrlich, wenn alle so ein bisschen low sind, mach ich einfach einen Captain Heal rein. Oh, ich will eine Rolle runter machen. Die Sonne brennt mir auf den Nacken, Mann. Oh, ist voll irgendwas. Ich hab halt nichts zu tun. Und unser Mage ist oben wie Sau. Der gibt hier die ganze Zeit mit 0 Mana rum. Will er sich nicht mal irgendwie was hinter den Kiem schieben, so essens, so trinktechnisch? Ach, für was denn? Also wenn er castet, macht er 115 DPS. Ja, wenn er castet, wenn das Wörtchen wendig wäre, so. Ach so. Super. Ja. Nee, Mana-Trank, Schild, irgendwas. Gear. Meine Truhe. Die Hose ist nice. Die werde ich mal einpacken. Das Schild braucht kein Schwein. Oh Gott, das braucht auch keiner. Nö. Aber die Hose, die packe ich mal ein. Die ist Leder, die kann eh keiner von den Spasten tragen. So. Achso, ich habe was vergessen. Zium. Zium. Ohne Scheiß, ich brauche kein einziges Mal Mana-Pause. Das ist geil. Obwohl ich auch die ganze Zeit meinen Kettenblitz mache, der braucht relativ viel Mana. Ich glaube, ich stelle erstmal meinen Mana tot und für den armen Magier. Mach mal. Julia, du kannst ihm noch mal Anregen geben. Eigentlich schon. Weil ich habe noch Mana-Tränke am Start und, ja. Zium. Anregen, du siehst dich sowas. Anregen. Hä, hast du es noch nicht? Keine Ahnung. Das erhöht den Mana-Rack von dem du es gibst, um, keine Ahnung, 10 Milliarden. Direkt dann innerhalb von 10 Sekunden. Das ist ein normaler Zauber oder wie? Ja. Ja, ja, Anregen, sowas habe ich nicht. Richtig, genau. Und dann lernst du es, glaube ich, erst auf Level 40. Das könnte sein. Ja, dann lass uns mal den armen Magier hier Mana tanken. Ja, ich chill. Ich will Endbuff. Auf mir Intelligenz! Na los! Erst Mana Ring. Da ist er eitel. Er hat halt aber auch 3000 Mana und geht um wie Sau. Das geht jeder Mage normalerweise. Ja, das Geile ist halt, ich habe unendlicher Sturm geskillt. Hier, aber das. Was ich alles gekriegt habe an Waffen, Alter, wo ich überhaupt
nur Greek drauf gemacht habe, ey. Hammerhart. So. Ich muss jetzt erstmal mein Inventar ein bisschen ordnen. Nicht, dass ich irgendwas Cooles dann verkaufe, was ich dann noch behalten wollen würde, wollte. Oh Gott, so. Ja, ich habe leider nichts Cooles. Ja, ich habe ein paar coole Sachen gefunden. So, das brauche ich nicht. Alles, um was bis jetzt gewürfelt wurde, war schlechter als meins. Ja, hau rein, hier, Tank, los, mach mal Party. So. Ich würde dir halt gerne mal Erdschild buffen, dann bräuchte ich hier gar nichts mehr zu machen. Go for it. Ja, erstens habe ich nicht genug Punkte und zweitens bin ich nicht Heilung geskillt. Das weißt du. Ich weiß, aber einfach mal so, um es drauf zu schmeißen. Alter, das wäre übelst cool. Nee, der Ausdauer End. Er gibt mir zwei Rüstungen mehr, aber dafür zwei End weniger. Oh mein Gott, ich hab Akro. Ah, Hilfe! Vendev, Akro, Hilfe! Moment, du bist kein Jäger. Will ich nicht. Ich hab mein Inventar aber auch dermaßen überladen. Nicht nur du. Ja, der Rucksack. Ey, ohne Scheiß, ich werf das Wasser von dem Magier weg. Ich brauch eh null Mana. Raoul, dein Wasser schmeckt scheiße. Ja, das stimmt. Weil dann rumstehen. Ja, irgendwie macht halt unser Magier gerade mal null. Ist doch gut. Er kann auch keinen Unsinn machen. Ja, gut. So viel dazu. Ey, meiner. Warum gehen wir eigentlich in den Unfall? Also so wegen Nahkampf und so. Wer? Mönche. Keine Ahnung. Ja, Lee Sin ist ja auch ein Mönch und der macht Schlägerei. Das ist aber auch Lee Sin. Das ist Lee Sin, The Blind Monk und so. Ja, Nashua tötet sich, wenn er davor steht. Oh no, it's Lee Sin! Oh mein Gott! Also ganz ehrlich, suchen wir uns einen neuen DD für Waffenkammer oder wollen wir es so probieren? Meinst du, es wird nix? Nee, ich meine, es wird was. Deswegen frage ich ja. Ja, ich frage ja, ob wir einen neuen DD suchen wollen oder ob wir es einfach so probieren. Ich denke mal, das wird eigentlich auch so klappen, wenn wir nicht ganz im Überblick hier durchsteppen. Ja, mal sehen. Bisher läuft's doch. Ja, sag ich ja. Volle Möhre, Mann. Oh, scheiße, sorry. Der war gut. Ja, mein Gott, drei Stück gehen auch noch. Oh, das war doof. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ah, falsch gespottet. Oh, so, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem ich Ketten spammen darf. Sium, mal ein bisschen Overheat hochtreiben. Alter, ich will aber auch nicht oben gehen, das gibt's nicht. Oh Gott, Gott. Ja, hier ist ja schon der Boss. Echt? Ja. Und da gibt es gleich einen Schlüssel, glaube ich, meine ich, wenn ich es richtig weiß. Jo. Oh, voran. Okay. Wo ist er denn? Da, rechts. Ah, hi. And you. Ihr werdet diese Mysterien nicht entfallen. Was geht so, du Neger? Schön. Weg von ihm. Oh, Detonation ist nicht gut. Nee. Er bleibt da eiskalt stehen. Oh, was? Oh, ich war gerade kurz abgelenkt. Hat man gemerkt. Ja. Jetzt könnte ich erstmal die Kettenheilung reinhauen. Oh Gott.